Heute, liebe Freunde des guten Geschmacks, werden wir wieder einen alkoholfreien Cocktail selber machen. Und zwar geht es diesmal um den Grapefruit Spritz Mocktail mit Grapefruit, frischen Limettensaft, Agavensirup und Sodawasser. Ein Mocktail mit einer gewissen Süße und Spritzigkeit. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Cocktail-Quickie. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und falls du mich noch nicht kennst, ich bin der Reinhold. Und auf diesem Kanal geht es um Cocktails, deren Zubereitung und Geschichten und alles, was dazu gehört. Und für den heutigen alkoholfreien Cocktail benötigst du einen Shaker. Doch bevor ich die Grapefruit auspresse, schneide ich mir noch eine Scheibe für die Deko ab. Teile ich mir gleich und lege es mir zur Seite. Und zwar arbeite ich gern mit frischen Früchten, saisonal natürlich abhängig, aber Zitronen, Limetten, Orangen, Grapefruit und dergleichen kriegst du meistens in einem gut sortierten Supermarkt. Und für diesen Cocktail benötigen wir 120 Milliliter. Und erfahrungsgemäß ergibt eine große Grapefruit eben zwischen 100 und 120, sogar manchmal auch 150 Milliliter Grapefruitsaft ab. Ja? Das heißt, auspressen. Ersten Teil hätten wir schon mal. Wie die Halbzeit beim Fußball. Nur dauert es nicht so lang. So, die zweite hätten wir jetzt auch gleich. Das Fruchtfleisch übrigens, das jetzt da übrig bleibt, bitte nicht wegwerfen, sondern nachher löffeln. Ist wirklich ganz, ganz toll. So, den letzten Saft stellen wir auf die Seite. Nun geben wir durch ein Sieb werden wir den Grapefruitsaft in den Shaker füllen, um das restliche Fruchtfleisch, das noch übrig geblieben ist, nicht im Trink zu haben. Werde ich mir aufheben für später. Nun gebe ich 15 Milliliter Limettensaft dazu. Bevor ich die Limette presse, verabreiche ich hier eine kurze Massage. Das bricht die Fruchtkammern auf und man kann die Limette somit besser pressen. Enden entfernen, in die Hälfte schneiden und 15 Milliliter abmessen. Den Rest brauche ich nicht, hebe ich mir auf für später und gebe eben 15 Milliliter Limettensaft dazu. Anschließend kommen noch 20 Milliliter Agavensirup hinzu. Es duftet jetzt schon herrlich nach Limette. Ich mag die Limette. Ich stehe voll auf diese Frucht. So, Eis dazu. Und da wir das Ganze nachher im Longdrinkglas abseihen, gebe ich gleich ebenfalls Eis dazu. Und Deckel drauf, gut shaken, damit sich die Zutaten miteinander verbinden. Ja? So, das Ganze werde ich jetzt trotzdem doppelt abseihen. Mit dem Hausmannstrainer und mit einem Teesieb
um eventuelle Fruchtrückstände noch zurückzuhalten. Den Rest, den toppe ich mit etwas Sodawasser. Kurz unterheben, bin noch nicht fertig, aber ich möchte die Grapefruitscheiben noch dazugeben. Und jetzt noch etwas Sodawasser und einen Strohhalm dazu. So. Zum Wohl. Oh ja, herrlich erfrischend. Was echt schön angenehmes, spritziges. Ich liebe Grapefruit. In Kombination mit der Limette. Einfach fantastisch. Ich danke dir jedenfalls, wie immer, fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und noch eine schöne Zeit. Ich freue mich, bis aufs nächste Mal. Mach's gut, ciao.